Was ist das denn für ein scheiß Filter, Junge? Drehen. Ah ja. Cool. Immer wieder schön, einen alten Freund einen Besuch abzustatten. Sind so die Kleinigkeiten. Hier hat Oma so Vanille drinne. Weiß gar nicht. Hier. Und da, das Ding hat sie hier schon, ich weiß nicht, 20 Jahre hängen, aber es riecht halt immer gleich, wenn man hier reinkommt. Oh. Ja. Jo, ihr Schlingel, ihr habt ja vielleicht mitbekommen mit dieser Flüchtlingssache, dass bei mir im LKW mit den neuen Klamotten Flüchtlinge waren und wir nicht wussten, ob die Ware beschädigt ist etc. oder dreckig ist. Gute Information jetzt an der Stelle. Klamotten waren nicht dreckig und nicht beschädigt. Die neue Camo-Weste ist jetzt brandneu für euch im Shop verfügbar. Camouflage-Look, Digga, Maschallah, geile Optik, gerne auschecken, brandneu für euch im Shop. Kleine wichtige Randnotiz noch, zu jeder Bestellung gibt es ein handsigniertes Poster dazu, limitiert zur Osternaktion. Alle Motive sehen richtig geil aus und ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro gibt es noch diese frische Umhängetasche oben drauf, Digga. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihren Bruder Philipp ist am Start, moin. Moin. So, zeig mal her. Was? Oha, da, da sind... Entweder irgendeiner hat sich da verzählt. Sechs Stück sind das? Ja. Sechs Aale, ja. Die beiden großen, das sind meine Gürtelstachelaale. Die habe ich als erste, die habe ich schon 4,5 Jahre. Und die anderen habe ich immer so nach und nach geholt. Hast du die Bratpfannenwelse gefunden? Nee. Nee? Okay, dann sind die wohl schon vor einiger Zeit gestorben. Und die kommen jetzt alle in das Riesenbecken hier rein. Das sollte auch reibungslos klappen, ohne dass sie da Stress machen. Und am meisten freue ich mich, wo sind sie hier? Meine Skalare. Guck mal, da sind sie. 2 Jahre, 1,5 Jahre habe ich die immer in 400 Liter gewesen. Jetzt einfach in 3200 Liter. Das Good Life genießen.